Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Ich habe jetzt auf die Schnelle mal noch zwei Kapseln hierher gesetzt, weil es wird nämlich langsam eng hier drin. Deswegen habe ich schnell zwei Kapseln daher und habe noch eine Tür mit dran gemacht, also dass wir einfach ein bisschen mehr Platz haben, um mein Chaos etwas auszubreiten. Ich musste natürlich die zwei Pflanzen, die hier gestanden sind, in die Ecke packen. Aber sonst war es das. Also mehr habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht, es waren nur schnell die zwei Kapseln dahin. So, ich wollte mit euch rüber zum Aluminium, wenn es möglich ist, vielleicht sogar noch weiter. Also ich stecke jetzt halt auch mal, naja doch, ich sollte schon, ne? Ich sollte schon zumindest eine Kapsel mir zusammenbasteln. Dass wir dann da auch Sachen reintun können, weil wir haben ja da dieses Wrack in dem Alugebiet, wo wir Sachen raustun müssen, und weiter hinten ist ja dann dieser Stachelberg, die Stachelecke, wo natürlich dann auch nochmal was ist. Die Kiste holen wir später. Die goldene Kiste wollte ich noch holen, das machen wir dann auch auf dem Rückweg. So, was hast denn du jetzt einstecken? Ja, ist eigentlich wieder Zeug einstecken, was du überhaupt nicht jetzt einstecken müssen, ne? Stellen wir mal die Kapsel jetzt daher. Weil es ja egal ist. Na, dann kannst du noch eine machen. Auf beiden Seiten dann durchgehen. Kiste. Warte mal, stell doch die Kisten so hin. Nee, in die Richtung bitte. Weil da kommt jetzt wahrscheinlich einiges zusammen. Tu mal die Sachen raus. Das bringt wieder nichts, wenn du das Zeug einstecken hast, ehrlich. So, eine Kiste ist ja schon mal gleich da. Da werde ich dann da hinten wahrscheinlich nochmal so eine Kapsel bauen. Und dann die Sachen aus der Höhle hinten holen, das ganze Osmium, also so weit wie es geht. Hier sammle ich natürlich auch noch gleich Eisen und so weiter ein. Notfalls setze ich da dran nochmal eine Kapsel, das ist egal. Ich weiß nicht, warum ich immer Kapsel sage zu dem Modul. Also köpft mich deswegen bitte nicht. Wie voll? Ja, geht noch was. Hier war doch noch eine Kiste. Eine war nur, also ich weiß, da vorne steht noch eine und da steht auch eine goldene. Aber ich will jetzt erst einmal nur die blaue hoffentlich sehen. Nein? Täusche ich mich jetzt da? Oder bin ich zu weit hinten noch? Da steht sie. Und da hinten versteckt ist dann die goldene, glaube ich. Ist egal, die finden wir schon. Da ist er nicht. Die ist dann noch ein Stück weiter. Was hast du noch? Zwei Platz hast du noch. Wäre schön, wenn wir jetzt noch zwei Alu finden. Ja, das ist Eis. Naja, dann ist egal. Es wird eh nicht reichen hier mit den Kisten. So, schmeißen wir mal raus, was geht. Kannst eigentlich das gleich essen, weil... So. Gehen wir nochmal vorne rum. Wir können dann auch... Ja, wir können doch eigentlich... Nee, komm. Erst hinten und dann nach vorne und alles dann nach vorne ziehen. So. Beim ersten Mal habe ich es so schön gefunden. Als ich das Hardcore begonnen habe, da habe ich eigentlich die goldene Kiste relativ schnell gehabt. Dann ist sie hier. Ja, da ist sie. So, was haben wir denn? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Goldener Samen ist auf jeden Fall perfekt. Die Stäbe sind schon mal ganz gut. Und hier kriegen wir auch nochmal eine Superlegierung. Wunderbar. Genau, sammle Eisen noch ein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch eine Kiste steht. Ich glaube aber, hier ist
nichts weiter. Wir werden dann natürlich auch alle Bunker noch durchschauen, ne? Das ist auch klar. Nee, da ist keine Kiste, aber ich weiß, dass da hinten noch mal eine steht. Laufen wir sogar direkt drauf zu. Und dann werde ich wahrscheinlich da vorne wieder eine Kapsel machen, so wie ich es beim letzten Mal hatte. Wo wir dann das ganze Osmium reinschmeißen können und den ganzen Loot aus den Wracks. Und war da nicht nochmal eine Kiste? Also ich weiß, da haben wir das Wrack. Aber war da nicht nochmal eine? Ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht, wenn ich eine von den Kisten übersehe. Hör auf, so zu ruckeln. Nee, da ist nichts mehr. Die haben wir ja weg. Ist okay. Ist okay. Hauptsache, wir kriegen auch schön viel Alu rein. Also, du bist voll. Dann machen wir mal da rein. Da rein. Ah ja, gut. Passt. Jetzt muss ich zwar zum Schiff und dann immer wieder den Weg hier zurücklaufen, aber das ist eine schöne Zwischenstation. Dann später auch, wenn ich hinten bei den Stachelfelsen, wenn wir das leer gemacht haben und ich das in den Bunker tue, dass ich es dann immer erst in den Container hier reintrage und dann quasi wieder zurück. Nee, das, da konntest du nichts zerlegen. Da war nichts zerlegbar. Ja gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, was beim letzten Mal drin war. Aber ist auf jeden Fall immer interessant. Das müsste ich gleich mal vergleichen. Mal die Aufnahme anschauen, wo ich das letzte Mal dann hier drin war. Oh wow. Ob dann die gleichen Sachen drin waren. Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch holen. Ach, da bist du. Ich hab gewusst, da gibt es noch eine Kiste. Ja, schön. Hallo, nicht hängen bleiben. Du könntest dir eigentlich mal was zum Trinken machen. Hast du noch Platz? Nee, aber warte mal, hast du Trinken einstecken? Nee. Dann mache ich mir mal schnell einen Drink. Kapsel, da. So, kann ich? Ja, kann ich. Komm. So, nee. Brauchst du Wasser? Hast du kein Wasser? Oh, es wird auch echt Zeit, dass die großen Schränke dann frei werden. So. Dann holen wir mal den Rest noch raus und das aus der Kiste. Jetzt nur die Frage, ob ich dann alles reinbekomme. Ich freue mich schon auf den Jetpack. Jawohl. So, und hier sind es ja dann bloß noch die Computer, die hier abgebaut werden können, ne? Zerlegen? Technischer Schutt? Achso. Aber wo war jetzt das? Hier? Achso, der liegt. Ich habe mir jetzt schon gedacht, was ist denn das für ein Teil jetzt hier? Aber ist ja. Ist nur ein umgekippter Computer. So. Kann ich alles rausnehmen? Ja. Das ist doch schon mal perfekt. Wir schauen mal, ob wir den einen Monitor aufbauen können. Mit dem Schloss, weil dann würde ich nämlich gerne die zwei Chips schon mal freischalten. So, du brauchst den hier. Ein Silizium. Ist jetzt kein Silizium, doch. Du.
So, weil dann schalten wir die nämlich mal frei. Abbaugeschwindigkeit Stufe 3 und jawohl, den 2x2. Dankeschön, der ist auf jeden Fall gut. So, hier brauche ich ja immer die Stufe vorher. Das heißt, ich bräuchte jetzt Magnesium, Silizium. Silizium ist jetzt so ein Ding, ne? Das ist Magnesium. Ein Silizium. Sag nicht, dass hier kein Silizium rumliegt. Eisen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da. Da bist du. So, Alu nehmen wir gleich mit. Das wird ja dann noch knappe Sache mit Alu. Brauchen wir für alles Mögliche auch. So, erstmal den hier. Dann brauchen wir hier nochmal ein Silizium. Warte mal, was war das? Silizium und Superlegierung. Okay. Tu mal raus, was geht. Ach, da habe ich doch Silizium. Passt doch, dann können wir doch gleich den. Hä? Was habe ich jetzt dann gebaut? Hä? Jetzt bin ich total verwirrt. Ist der rausgefallen? Ach so, habe ich den rausgeschmissen. Da, ich bin ja doof, ey. Oh Mann, okay. Hier brauchen wir nochmal Silizium und Superlegierung. Okay, haben wir ja dann nochmal Silizium, Superlegierung und dann haben wir nämlich gleich den Abbauchip Nummer 3. Es sind immerhin 30% schneller. Das ist ja schon mal etwas, ne? So, die 2er haben wir ja schon, genau. Ne, dann passt es ja. Dann passt es. Tu mal raus, was geht. Ja, da brauche ich wahrscheinlich noch mal Kisten. Ja, solange ich jetzt den Schrank nicht habe, den einen, muss ich das halt jetzt halt mal in die Kisten verstauen. So, das heißt, wir gehen nach hinten. Schauen wir mal, dass wir alles sammeln für einen Container. Hier liegt bestimmt noch mal Eisen rum. So, noch 2 Eisen, 1 Silizium. Alu nimm mit. Nee. Alu nimm mit. Ist das ein Eisen oder? Nee, ist ein Alu. Ist okay. Titan hast du da, Silizium. Hallo. Ein Eisen brauchst du noch. Nee, 2 Eisen brauchen wir noch. Na, da finden wir doch bestimmt noch eins, jawohl. So, dann würde ich nämlich hier die Kapsel wieder herstellen. Diesmal ein bisschen weiter vor vielleicht. Weil Sauerstoff haben wir ja an sich genug. So, machen wir einfach daher. Mache ich jetzt hier rein, die Tür. Dann haben wir gleich noch ein Eisen für eine Kiste. Ja, passt. Wenn wir wahrscheinlich auch wieder einige Kisten brauchen. Gut. Rein damit. Dann würde ich sagen, machen wir den längsten Weg zuerst. Also erst einmal hinter zur Höhle. Ich hoffe ja, dass ich jetzt da schon reinkomme.
Von der Seite hier müsste ich eigentlich schon reinkommen. Ne? Hier müsste, glaube ich, auch eine goldene Kiste irgendwo sein. Hinter irgendeinen von diesen Teilen hier müsste eine goldene Kiste sein. Ups. Ich habe jetzt halt schon Osmium, obwohl ich noch gar nicht einmal die Sachen bauen kann. Aber ich möchte lieber jetzt halt an die Sachen. Nee, können wir doch noch nicht dran. Okay, da muss ich doch noch ein wenig warten. Ist in Ordnung, dann nehmen wir aber wenigstens das ganze Iridium mit, was wir da haben, weil dann brauche ich das nächste Mal schon nicht mitschleppen. Bleib bloß nicht irgendwo hängen, ey, ich sag's dir. Kommst du da hoch? Ja. Na, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an Iridium, ne? So, und da ist ja dann das ganze Osmium dahinter versteckt. Was? Schmilzt bei 100 NK. Da noch irgendwo Iridium? Nein. Na, das reicht auf jeden Fall für einen Stab. Halt, Eisen mitnehmen. Dann gucken wir jetzt einfach mal da hinten entlang. Weil, wie gesagt, irgendwo muss hier eine goldene sein. Da ist sie. Die können wir sogar gleich komplett mitnehmen, das ist auch schön. Dann brauche ich da auch schon immer her. Und dann sind es eigentlich nur noch die Container. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt erst nochmal zurückgehe. Nochmal Fresh Luft sammel. Nochmal ein Eis mit. Inventar full. Die Solardinge können wir auf jeden Fall zerlegen. So, kann ich? Nein, kann ich nicht. Aber ich hatte ja auch kein Silizium. Warte mal, ich habe doch ein Silizium. Ach so, ich wollte ein Silizium einstecken, ja. Aber das ging nicht. Da. So, da hätten wir nämlich dann ein Wasser. Wie viel Eisen hast du noch? Okay. Gut. Dann raus mit dem ganzen Zeug. Du kommst bitte in die vorderste Kiste, dass ich dich sofort hab. Essen, glaube ich, braucht mehr. Gut. Wir hatten doch noch ein Essen. Hatten wir doch. Ne, ist in der anderen Kiste. Ja, ist okay. Könnte eh sein, dass wir jetzt hier nochmal was finden an Essen. So, dann kannst du die Dinge hier zerlegen. War da nicht nochmal eins? Da. Nein. Du nicht. Die da können wir zerlegen. Den da nicht. Da haben wir die. Oh, Uranstab, okay. Ich hätte jetzt gedacht, da ist eine Karte drin. Da haben wir auf jeden Fall eine Karte drin. Nee, nicht zerlegen. Reingucken erstmal. Okay, dann gehen wir da nochmal her. Bevor ich dann in dem anderen Ding rumhüpfe. Jetzt haben wir auch Glück, dass es gerade hell ist. Ich mag das überhaupt nicht hier in dem Spiel, wenn es dunkel wird. So, einfach mal raus. Ganz vorne tue ich die Karte rein. Die werde ich auf jeden Fall zuerst mitnehmen. Das mit dem Osmium. Osmium, das stört ja nicht. Jawohl, Dankeschön. Bildschirmfortschritt. Eisen kannst du immer gleich nehmen. Weil da werde ich sowieso wieder knapp gehen. So. Jetzt ist nur die Frage, ob ich da. Ah, doch. Komm dahinter. Ich habe jetzt gedacht, ich bin da erst hinter gekommen, als ich dann die Schuhe hatte. Jetzt ernsthaft.
Also wegen der einen Kiste gehe ich jetzt da nicht zurück, aber sonst ist da auch nichts mehr. Eisen kann man hier natürlich noch sammeln, aber ich glaube, ansonsten kann man hier nichts weiter zerlegen oder sowas. Es wäre halt schon toll, wenn man diese Eisengestelle hier zerlegen könnte, weil bauen können wir sie ja auch. Und das da ist nichts. Gut. Dann packen wir unseren Koffer. Und nehmen mit. Zum einen könntest du, nee. Nehme das damit. Du kannst das Wasser, naja, komm. Lass das Wasser, obwohl das Wasser können wir trinken, eins eigentlich, ne? Dass wir die wichtigsten Sachen mitnehmen. Zum einen natürlich das Alu. Das Iridium ist jetzt noch nicht so. Ja, eigentlich ist alles wichtig, ne? Aber ich denke, die zwei Karten sind auf jeden Fall schon mal wichtig. Und ansonsten die Blumen. Ich muss alles holen. Ich komme da eh nicht drum rum. Also hier könnte ich mir nicht vorstellen zu bauen. Zum einen wirst du wahrscheinlich sowieso extrem beschränkt durch diese ganzen Gesteinsformationen hier. Und zum zweiten ist es ein ganz ekelhaftes Licht hier, ne? So dunkel eben. Du hast immer das Gefühl, du bist irgendwie plötzlich auf einem anderen Planeten, wenn du hier durchläufst. Oh. Na gut, es verschwindet eh dann. Ich würde sagen, wir laufen gleich durch. Weiß ich nur nicht, ob ich ein Eis vorne drin habe, dass ich mal schnell was trinken tue. Wenn der, das liegt ja noch Eis genug rum, ne? Wir haben noch sehr viele Laufwege jetzt zu machen. Beim anderen ging es schon um einiges jetzt schneller dann mittlerweile, weil wir ja schon recht weit waren. Mit dem Erzextraktor 2 sogar schon. Hier muss halt jetzt halt erst einmal alles wieder nach oben kommen, ne? Die ganzen Werte. So, wo haben wir denn noch Platz? Da haben wir Platz für das Eisen. Da haben wir Platz für das Eisen und auch für Aluminium. Und dann tun wir hier noch die Superlegierung Aluminium, auch das Essen tun wir rein. Und dann machen wir mal die zwei Teile hier. Der Schredder, da brauche ich, glaube ich, eh Osmium dafür. Und was war das jetzt? Oh, verdammt. Was hatte ich jetzt da freigeschalten? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Der Schredder war es jetzt gerade. Ach, und das Licht wahrscheinlich, ne? Die Gebietsleuchte, die brauche ich eh nicht. Die Gebietsleuchte, die verwirrt mich bloß mehr, als was sie mir hilft. So, wir müssen noch den, genau, mit der Sonne müssen wir noch bauen. Den hier müssen wir noch bauen. Eisen, 2 Silizium, 1 Kobalt. Kobalt. 2 Silizium und Eisen. Dann können wir den Monitor nämlich einfach mal daher klatschen. Wobei mir der nicht einmal so interessant ist. Also es ist schon interessant, ne? Wie lange es dauert, bis wir dann hier zum blauen Himmel kommen. Aber an sich, ja, nice to have, sagen wir mal so. So, hast du jetzt ein Wasser da? Nee, hast du nicht. Dann hol dir mal einen Eiswürfel hier. Ich denke, dass ich die Sachen hinten aus den Kisten alleine hole. Weil ich glaube, das müssen wir nicht miteinander machen. Weil geholt haben wir es ja jetzt halt im Grunde schon. Es muss ja nur noch hierher verfrachtet werden. Mach dir mal ein Wasser, trink das einfach mal. Du kannst eigentlich auch ein Päckchen essen. Das füllt dich eh nicht komplett. Dann würde ich sagen, gehen wir mal
Wir waren jetzt da in der Höhle, in dem Wrack, in dem Wrack. Dann wäre quasi das nächste das Ding da oben. Oder das in der Wüste oder das beim Rad. Tja, gute Frage jetzt, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal da hoch. Ja, gehen wir erst einmal da hoch, weil da vorne ist nämlich auch noch eine Kiste. Dann bauen wir da natürlich einen Container auch wieder auf. Ich sammle jetzt auch nur das Zeug, was ich brauche im Grunde. Außer bei Eisen. Da sammle ich alles, was ich finde. Also wenn es mir gerade in den Blick fällt. Dann müssen wir mal schauen. Dann holen wir erst einmal die Kiste, die da auf dem Weg ist. Müsste ich eigentlich noch alles dann einstecken können. Hoffe ich. Noch ist viel Platz, ne? Wenn ich hier noch 4-5 Eisen finde, dann ist es schon wieder vorbei. Yay! Sauerstofftank. Noch mehr Entspannung als Entspannung. Oh, da ist sogar eine Karte drin. Cool. Dann bauen wir da oben wieder den Container hin. Dann machen wir auch... Oh, der neue Bohrer Stufe 2. Ja, cool. Ja, cool. Ach stimmt, jetzt weiß ich, warum ich das Iridium-Zeug einstecken hatte. Ich wollte den größeren Heizkörper mit euch bauen. Das habe ich ja total vergessen. Ach komm, wird halt grün. War denn nicht noch eins da? Liegt da auch nochmal ein Eisen? Doch da. So. Jawohl, können wir auch wieder herstellen. Viel ich bauen kann. Werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, so viel, aber ist ja egal. Tu mal einfach mal alles raus. Du kommst wieder in die erste Kiste vorne, weil du am wichtigsten bist. Dann schauen wir mal rein ins Schiff. Das sollten wir eigentlich auch in 10 Minuten durchhaben. Wir gehen erst einmal hier wieder entlang. Ich gehe jetzt mal bis ans Ende diesmal. Und zerlege erst einmal alles, was da ist. Und arbeiten uns dann nach vorne. Komm, verschwind. Yes, schön. Kann es mal allzu lang dauern, dass wir den Jetpack bekommen. So, hier ist nichts. Da ist nichts. Hier noch irgendwas? Nein. Auch nein. Schön, wieder zwei Stoffe. Da ist nichts drin. Okay, und von da kommen wir. Ja, ist okay. Erst mal durcharbeiten. Hast du noch Platz? Ja, das kannst du einstecken. Kannst du das da auch zerlegen? Ja. Okay, ist dann später für die Tür wahrscheinlich relevant, dass wir da reinkommen. So, Karte. Ach, wir sind voll. Wir gehen ja eh gleich nochmal rein, dann lese ich auch den Brief nochmal. Was heißt nochmal? Dann lese ich den Brief.
Vor allem, wenn wir jetzt dann alles drin haben, dann kann ich in aller Ruhe das ganze Zeug einfach mal zurückschleppen. Ich hoffe natürlich, dass in der Zwischenzeit vielleicht auch mal nimmt die zwei mit raus. Ich hoffe natürlich, dass in der Zwischenzeit vielleicht auch mal der Schrank freigeschalten wird, der große. Dass ich nicht alles da in so kleine Schachteln packen muss. Aber es dauert halt noch ein bisschen, bis der frei ist. Aber ich denke, der ist als nächstes sogar dran. So. Erstmal nach hinten durch. Gut. So. Da kommt die Nuklearzelle rein. Die Fusionszelle. Okay, den da haben wir. Ne, den haben wir nicht geleert. So. Frachtschiff Sirella 4, Maschine Logbuch 436. Heute Morgen am 17. Tag unserer Reise nach Stigma verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffs fiel ab, so als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen es. So. Es sind unterschiedliche Geschichten, die hier zu lesen sind von verschiedenen Leuten. Ist da hinten irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Käme ich wahrscheinlich eh nicht mehr raus. So, da sind wir dann fertig. Das heißt, das ist der nächste Raum. Und es ist wieder mal wieder dunkel. Und dann würde mich als nächstes, es schaut immer noch so cool aus, wenn man das so sieht. Da bekomme ich dann jedes Mal wieder Lust auf, auf dieses andere Weltraumspiel. Jetzt fällt es mir nicht rein, verdammt. So, zack, raus damit. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt der letzte Gang sein wird nach innen, aber wir haben ja jetzt halt eigentlich nichts mehr. Bloß noch die Kisten dann. Na, die Kiste noch. Da habe ich nämlich noch nicht reingeschaut. So. Ein Uran auf jeden Fall schon mal gut. Jedes Stück Uran ist gut, ne? Aber das Uran können wir ja dann auch abbauen in den Höhlen. Weil da kommen wir ja ran. Das Einzige, was verschlossen ist, das ist noch das Osmium. Und Zeolit und sowas. Aber Zeolit kommt ja eher sehr viel später. Ich habe jetzt gehofft, dass da mehr drin ist. Das ist der Rundgang. Hä? Waren wir da? Ja, wir waren da. Und da waren wir auch. Ja, weil das der Eingang ist. Ja, passt schon. Dann sind wir hier durch. So. Raus mit den Sachen, die jetzt halt nicht unbedingt notwendig sind. Das hat dann genau gepasst mit der Kiste, ne? So. Wir nehmen Essen mit. Alu mit. Ich weiß nicht, das Essen braucht man nicht unbedingt. Wie gesagt, ich muss eh alles holen, ne? Alu. Den Samen, Superlegierung. Nehmen wir halt einmal das Iridium mit. So viel wie jetzt halt reingeht. Pflanzen. Alu, warte mal da vorne. Das Zeug ist eigentlich wichtiger. Eisen ist zwar auch gut, aber das ist jetzt erst einmal wichtiger, weil dann können wir nämlich die nächsten Karten gleich wieder machen.
Das war also die der letzte Part, der war ja ungefähr eine Stunde lang. Und jeder nachfolgende Part jetzt wird immer so zwischen 35 und 40 Minuten sein. Ich denke, das ist eine ganz gute Länge. Dann schafft man nämlich auch was. Weil in 20 Minuten, 30 Minuten schaffst du ja eben nicht so viel. Von daher dachte ich mir, 35 bis 40 Minuten, das ist eine schöne Länge. Vor allem für die, die mit dabei sind. Bei der Staffel Nummer 4. So. Wir gucken jetzt auch gleich mal drauf, wie lange das noch dauert, bis der Schrank kommt. Tu einfach raus, raus, raus. Oh Mann, raus. Das ist halt jetzt ein totales Chaos, ne? Ich weiß es. Schauen wir mal kurz drauf. Der Schrank ist erst bei 50 KT, oh Gott, bei 50 KTI. Und das ist Gesamtterraforming. Ja, ist okay. Also machen wir mal Entschlüsselung. Taschenlampe Stufe 2. Alu, Magnesium, Schwefel. Ich habe noch kein einziges Schwefel bisher in irgendeiner Kiste drin gehabt. Also muss ich das auf jeden Fall holen. Dann. Okay, GPS-Satellit interessiert mich noch überhaupt nicht. Und Bildschirmkarte. Ja, Karte bringt mir auch noch was, wenn ich dann den Kompass habe, ne? Silizium, Magnesium, 2 Alu. Silizium. Okay. Hallo? Ein Magnesium. Da. Ja, toll, ne? Aber es bringt mir nichts, weil ich den Exo-Dingsbums noch nicht habe. Der kommt erst hier. Na ja, gut, aber dann habe ich ihn wenigstens schon gebaut, ne? Das ist ja auch schon mal was. Können wir da... Oder warte mal. Wir brauchen doch für den einen Monitor hier den Eisen und Silizium. Dann machen wir halt das. Silizium, Eisen. Dann machen wir halt zumindest den Monitor hier. Den kann ich eh da nirgends... Monitore finde ich nicht gut gemacht in dem Spiel. Weil die nur eben zum Hinstellen gehen. Also du musst immer irgendwie einen Schreibtisch drunter haben. Die kann man so schön an die Wand hängen, ne? Kein Satellit im Orbit. Ja, ist okay. Also das bringt mir eh nichts. Aber dann steht das Teil jetzt schon mal hier. Und wenn ich dann das nächste Mal den Kompass eben reinnehmen kann hier in die Tasche, dann ist es auch gut. So, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich werde das Zeug ein bisschen zusammensammeln, dass ich alles hier habe, und ich denke, dass wir dann das nächste Mal hier anfangen, dass wir uns die Zentrale aufbauen. Alleine schon deswegen, weil wir ja jetzt halt dieses große Wohnmodul bauen können, und damit wollte ich im Grunde auch anfangen, dass wir unsere Basis eben mit dem großen Wohnmodul machen und dann rings um das Ding rum nochmal kleine, ne, dass wir hier einen großen Raum haben als Basis. Gut. Dann freue ich mich jetzt halt schon, wenn ihr mir ein Like da lasst. Schreibt das in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo da zu lassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.